Moin Freunde, Shane Tales GTV Reviews und willkommen zu einer neuen Folge meine Pizza-Bestellung von eine Sache, bei mir ist es gerade der 12.9. aber das Video kommt ein bisschen später, ihr seht es gerade am 13.9. wenn ihr es denn pünktlich einschaltet, denn ich hatte heute schon Content und ich will keinen Doppel-Upload machen. Ich heiße nicht, ihr wisst, wen ich meine. Die Ereignisse überschlagen sich. Was ich euch noch beichten muss, ist, ich habe keine Pizza bestellt. Aber dieses Format heißt nun mal meine Pizza-Bestellung vom. Denn das Ganze ist auf meinem Kanal eben ein Eigenname. Fangen wir mit der Vorspeise, hätte ich fast gesagt, an. Oder fangen wir erstmal mit der Rechnung an. Ich glaube, das ist ja das Wichtigste so. Es gibt immer wieder, das muss ich noch dazu sagen, es gibt immer wieder die Gummitiere dazu. Ehre geht raus an dieser Stelle. Gibt es jedes Mal. Und natürlich auch Gutscheine. Ja, ich habe übrigens bestellt bei Freddy Fresh, weil wir gerade dabei sind. Bei 10 Gutscheinen gibt es eine Pizza gratis. Ich glaube, ich habe jetzt 9 oder ich habe 10. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Keine Ahnung. Manchmal gibt es noch ein Frischetuch dazu. Das haben wir aber nicht hier. Ich hätte im Gesamt bezahlt, können wir schon mal spoilern, 38,80 Euro. Ich habe 40 hingegeben. Somit habe ich 40 glatt bezahlt. Dann haben wir hier noch die aktuelle Aktion. Ja, habe ich euch schon mal eine Pizza draus vorbestellt. Vorgestellt. Wir fangen an. Meine Konzentration lässt nach. Ich habe noch nichts gegessen heute. Und ihr kennt das. Wenn ich Pizza bestelle, dann habe ich den ganzen Tag nichts gefressen. Es ist einiges. Muss man mal so sagen. Aber keine Pizza. Wir haben einen gemischten Salat vorne in der Sonne. Ganz easy, simpel. Schön hier in dieser Papppackung mit Deckel drauf. So sieht das Ganze aus. Ja, finde ich mega nice. Richtig geile Paprikas drin. Knackig. Mega. Aber das Ganze wird noch übergossen mit einem Joghurtdressing. Auf geht's. Pott ran. Richtig nice. Ich finde das richtig geil, dass es so mega flüssig ist. Dann kommt das auch so in alle Ecken rein. Feier ich richtig. Mega geil. Und Gönnung. Gönnung der Vorspeise. Wir haben hier alles drin. Eisbergsalat, Gurken, Tomaten, Paprika, Mais. Alles am Start. Episch. Let's go. Absolut genial, Freunde. Absolut genial. So, da das aber kein ASMR-Fressvideo ist, sondern ein Unboxing bzw. ein Review meiner Bestellung bei Freddy Fresh, gibt es nun auch schon das nächste. Und zwar haben wir hier so eine Snackbox. Alles immer schön mit so einem Siegel verschlossen, richtig nice. Und wir schauen rein und haben dort die Nuggets. Ja, Freunde, wir haben neue Verpackungen und somit... hätte ja klappen können. Schade. Ja, okay, ich dachte, die Marinade ist doch ein bisschen knuspriger. Aber ich werde diese Nuggets, also durch die Lieferei ist eben... ja, wird die Panade eben pappig und kann man nicht ändern, ist nun mal so. Ich finde aber die Lösung mit dieser Pappverpackung definitiv besser als die mit dieser, ja keine Ahnung. Ja, das davor war auch eine Pappverpackung, aber die war irgendwie viel schlechter. Richtig gute Idee, positiv geändert. Und mich stört das sowieso nicht, dass die Panade pappig ist, denn ich esse die morgen. Und morgen werde ich die nämlich extra nochmal in den Ofen packen und schon knuspern die wieder. Ich esse die morgen mit meinen Tiefkühlpommes zusammen und noch einen Salat oder so, mal gucken. Und dann hat sich das Ganze. Also das ist das Beste, was man machen kann. Kommen wir zum Wrap. Und zwar habe ich hier so einen Wrap bestellt. Costa Quanta. Und ja, so sieht das Ganze aus. So sieht die Verpackung aus. Wir können hier oben aufmachen. Und wir können dann auch nachher hier aufziehen, wenn wir oben das abgegessen haben oder wie auch immer. Oder man zieht es direkt ab. Ja, man zieht es, glaube ich, direkt ab. Macht mehr Sinn. Und schon hat man den Wrap am Start. Was ist das für ein Wrap, Freunde? Gucken wir mal rein, wa?
Dies, meine Freunde, ist ein Gyros-Wrap. Und zwar ist da Salat drin, Soße, Gyros, ja, so Zwiebeln noch und dies und das. Mmh. Mega lecker. Was ich bloß Nachteil finde bei diesem Wrap, es sieht ein bisschen nach Döner aus, ja, mal ehrlich. Mmh. Was ich aber ein bisschen Nachteil finde an diesem Wrap ist, es ist so viel Teig, guckt euch das mal an. Mmh. Und wenn du nicht gerade ein Stück mit viel Soße erwischst, dann ist es auf Dauer beim Kauen ziemlich trocken, aber gibt Schlimmeres. Ich find's okay. Es schmeckt einfach. Guckt euch das an. Richtig geil. Richtig, richtig geil. Kommen wir zur Main-Speise, hätte ich fast gesagt. Und zwar, wie soll es also noch sein? Es ist der Crispy Chicken, meine Damen und Herren. Also Crispy Chicken geht, es geht nichts über Crispy Chicken. Einfach so genial. Mhm. Freunde, also gibt's Leute, die Crispy Chicken nicht mögen? Ich feiere das des Todes. Ich meine, gönnt euch diesen Anblick. Gönnt euch das. Da schläft er in diesem Wolkenbett aus Burger, Ciabatta Brot, was auch immer, Alter. Mega geil. Wir beißen rein. Let's go. Freunde, eine wahre Pracht. Immer und immer wieder mega. Wir haben hier Salat, wir haben hier Soße, wir haben hier Crispy Chicken Fleisch und dieses einzigartige Brot, was ich richtig feiere, dafür, dass es ein Lieferdienst ist. Mega. Und was wir hier noch drauf haben, sind diese Burger-Gurken. Und ich finde dieses Zusammenspiel aus dieser Soße, aus dem Salat und diese Burger-Gürkchen da oben drauf, das ist was ganz anderes. Das ist nicht einfach nur Gurken auf den Cheeseburger. Das ist so eine ganz andere Geschmacksrichtung mit diesem ganzen Salat und der Soße, wie gesagt. Dass das so miteinander harmoniert, das ist eben das Geile daran. Ich feiere das, des Todes. Es gibt ja Leute, die so Burger-Gurken gar nicht mögen. Also gehört ja lieber dazu, zu dieser Fraktion, ja, ich finde die Gurken übelst geil auf dem Burger. Oder sagt ihr lieber, ey, diese scheiß Gurken, die müssen noch weg, was haben die auf dem Burger zu suchen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Also Burger-Gurken ja, oder doch eher nein. Weiter geht's, Freunde der Sonne, das war's natürlich noch nicht. Wir haben, habe ich ganz vergessen zu sagen, dreimal Süß-Sauer-Soße für die Chicken Nuggets. Ja, dreimal Süß-Sauer. Kostet nichts extra. Wir haben 18 Nuggets, waren das übrigens insgesamt, habe ich auch vergessen zu sagen. 18 Nuggets und dazu gibt es dreimal Soße for free, Süß-Sauer, meine Lieblingssoße, wenn es um Hähnchen geht. Dann, Freunde der Sonne, haben wir natürlich noch einen kleinen Nachtisch. Und zwar einen, ihr habt es bestimmt schon erraten, wenn ihr mich kennt, einen Milka-Donut. Ja, das Ganze kommt nicht alleine. Der Milka-Donut der Milka-Donut kommt zusammen mit einem kleinen Glas Franz Josef Rauch Orangensaft in einer 0,2er Flasche. Für diesen Nachtisch bezahlt man 3 Euro. Das ist okay, ist Lieferdienst. Das ist völlig legitim, meiner Meinung nach. Kann jeder halten, wie er möchte. Und ja, wenn mal wieder der Durst plagt, habe ich mir noch eine Fanta dazu geholt. Und ja, stinknormal, eine Fanta Orange. Andere Sorten von Fanta gibt es ja auch nicht. Und simple easy. Das war meine Pizza-Bestellung, die eigentlich gar keine Pizza-Bestellung ist. Vom 12.09.2020. Ich werde jetzt in Ruhe alles essen, bevor jetzt alles komplett kalt wird hier. Ist ja schon ein bisschen lauwarm geworden, ist durch das Review. Aber das nehme ich in Kauf, denn ich mache das einfach gerne. Und ich teile gerne meine Bestellungen und so weiter, alles mit euch. Weil es ist ja ein Review-Kanal. Und geteiltes Glück, Freunde, weil Essen ist einfach Glück, seid doch mal ehrlich. Geteiltes Glück ist doppeltes Glück. Oder geteilte Freude ist doppelte Freude. Ihr wisst, was ich meine. Bevor ich jetzt noch weiter polterlabere, sage ich Dankeschön fürs Einschalten. Wunderschön, dass ihr dabei wart und wir sehen uns im nächsten Review wieder. Morgen, meine Damen und Herren. Bis demnächst, haut rein. Dankeschön, auf Wiedersehen.